Ich muss zum Herrn Darko. Ich habe da eine Aufgabe für ihn. So. Hui. Ich bin's langsam leid hiermit. Was haben wir denn für einen Mond? Ich hoffe, kein Vollmond, keine Lust auf diese dreckigen Hunde. Hehe, mal durchs Fenster gucken. Keiner da, schade. Was ist das? Egal. Oh, was ist denn da los? Ui! Ja, bitte. Ja, ich versuche mal ihre Kühe nicht zu treffen. Na komm, stirb endlich. So, dann machen wir das hier mal schnell zu fürs Fräulein. Die Monster sind alle tot, also sie können ihre Tiere wieder einfangen. Danke. Was wollte ich? Ich wollte zum Herrn Darko. Der scheint aber nicht da zu sein. Da gucken wir mal, ob der Zauberer da ist. Für den habe ich ja auch noch ein bisschen was. Das hier für den Herrn Melvin, genau. Das da rein. Die müssen hier rein. Die Perle brauche ich immer. Diese Setzlinge müssen in die Dings kommen. In die, wie heißt das? Holzfällerei, genau. Hab ich keine Pfeile mehr? Nee. Toll. Oh Gott, das muss zurück. Der kommt da an. Das ist ganz spezielles Zeug. So, und dann haben wir doch hier verzauberte Sachen. Das hier. Aber der hat ja noch zwei. Ich gebe mal lieber nur eins raus. Und was ist das? Keine Ahnung. Ich denke mal, das wird er auch brauchen. Und den Rest behalte ich einfach. Hier so eine komische Rune habe ich. Ich habe sogar zwei davon. Das wird er bestimmt alles gebrauchen können. So, da wollen wir mal gucken, ob der Herr da ist.
Hallo? Hey. Schau, ich hab sie nicht. Oh, das tut mir leid. Ich hab gesehen, sie bauen dort oben. Mhm. Können wir da vielleicht mal hingehen? Da sind vielleicht nicht so viele Werwölfe in der Nähe. Und da hat man einen besseren Ausblick. Okay, ja, gerne. Ja. Sehr gut. Ich muss ganz kurz auf Nummer sicher gehen. Okay. Ja, sie haben auch so ein Kugelteil-Dings da. Ja, das ist sehr praktisch, denn wenn man das in der Hand hält, über den Werwölfen taucht ein blauer Kreis auf. Deswegen greifen die Hunter, die so eine Kugel in der Hand haben, auch die an, bei denen halt ein Kreis sichtbar wird. Deswegen. Ja. Okay. Aber ich wollte was anderes. Und zwar, ich war, als ich das letzte Mal auf der Suche nach Holz war, habe ich ein bisschen was entdeckt. Ich denke mal, das werden sie alles gebrauchen können. Das, dann ist hier so eine Art, keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Und dann hatte ich Ihnen ja schon einmal von dieser merkwürdigen Entdeckung hier erzählt. Ich habe da nicht reingeguckt. Das war, ja, sehr merkwürdig. Ich war halt umhergewandert wegen neuen Bäumen suchen, die wir vielleicht hier noch nicht haben. Und da ist an einem Berg so ein schwarz-rotes Teil aufgetaucht. Da sind Zauberer rausgekommen. Die haben mich angegriffen mit Feuer. Ja. Ja, als ich die dann nach einem ewigen langen Kampf endlich mal zur Strecke gebracht habe, haben zwei so ein Buch fallen lassen. Und vielleicht ist da ja ein Zauber drin, um die Werwölfe auszurotten. Wollen Sie denn die Werwölfe ausrotten? Oder was war Ihr Plan? Naja. Man könnte sie auch heilen, aber. Heilen? Wissen Sie, wie viele hier rumlaufen? Ich weiß bloß von dem Herrn Tobias und. Ja, von noch einer Person, die Ihnen sicherlich nahestehen wird. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie die Natur des Menschen tickt. Ob die Natur des Werwolfes und sein natürlicher Drang zu töten in dem Menschen dann bleibt, wenn man sie einfach nur heilt. Das müsste man ja irgendwie dann noch herausfinden. Wölfe, ja, ich weiß nicht. Auch wenn es Menschen sind, Wölfe jagen. Und sie haben immer einen Jagdinstinkt. Und wenn hier Menschen Wölfe rumlaufen, ist es ja nicht wirklich. Ja. Aber der Mensch jagt auch, um zu überleben. Natürlich, aber. Wir. Wie soll ich das ausdrücken? Sie können gefährlich für uns werden. Sie können, aber müssen nicht. Naja, also bei dem Herrn Tobias, ich vertraue ihm einfach nicht. Denn ich bin schon sehr oft von so einem Werwolf angegriffen worden. Das letzte Mal war sogar etwas außerhalb der Stadt. Das war aber eine ganz merkwürdige Werwolf-Art. Die war so klein wie ein Hund. Hatte aber blutrote Augen. Wie die großen Werwölfe. Aber es war ein kleiner Hund. Ja, aber er hat mich mit einem Biss getötet. Das kann ein Hund nicht. Zumal ich Rüstung anhatte. Ja. Okay. Und dieser Werwolf traut sich auch sehr oft sehr nah an die Stadt heran. Ja. Studieren Sie einfach mal das Buch. Vielleicht steht da irgendwas drinne. Zur Not
Ich habe noch zwei Sachen in der Hinterhand, die uns zu aller Not helfen könnten. Das ist ein gutes Silberschwert und ein Trank. Aber jetzt zu der einen Person, die ihnen sehr nahe steht. Und zwar ist mir gestern, als ich mich mit dem Herrn Olaf und der Frau Sissi unterhalten habe, aufgefallen, als ich die Kugel in der Hand hatte, dass bei ihrem Magier-Lehrling Olaf ein blauer Kreis über dem Kopf war. Das heißt, er ist also auch einer von diesen Werwölfen. Ja, aber ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Er ist sehr nett und freundlich und durchgeknallt. Das schon, aber in Betracht zu ziehen, dass er mein Lehrling ist und Magie mit mir macht, schließlich, ja, kann man es gucken. Ja, wir müssten ihn vielleicht einmal, wenn Sie irgendwann Zeit haben und wir ihn antreffen, mit an irgendeinen Ort nehmen, wo wir ungestört sind und ihn einfach mal ausquetschen, wieso, weshalb, warum er ein Werwolf ist und sich für Magie interessiert, denn er kann mittlerweile schon etwas zaubern. Er kann zaubern, oder was? Ja, er hat immer so einen spitzen Stock in der Hand und lässt andere durch die Luft fliegen. Mich hat er gestern, ja, weil ich so einen Hund getötet habe, den er unbedingt wollte, hat er mich hinterrücks angegriffen und da ist mir auf einmal schlecht geworden. Okay, ich habe es vielleicht auch verdient. Aber Na, die ist ja, mächtig, mit der sollte man keine Späße machen. ja, sie müssten ihn vielleicht mal unterweisen. Allerdings muss er dazu menschlich sein. Und da könnten wir dann eventuell den Trank, den ich habe, vielleicht an dem Herrn Olaf testen. Denn ich habe das Rezept von einer vertrauenswürdigen Person und ich selber habe den Trank vorsichtshalber schon genommen, als mich mal ein Werwolf angegriffen hatte. Mir war zwar etwas schlecht, aber ich habe mich bis jetzt noch nicht einmal verwandelt und Sie können ja auch gerne mal gucken. Über meinem Kopf dürfte kein Kreis sein. Kein Kreis, Tatsache. Deswegen habe ich auch so eine Kugel immer dabei. Sicher ist sicher. Das Problem ist, ich möchte nicht, dass ich einen Wolf als Lehrling habe, weil Macht ist. Nee, nicht Macht. Magie ist sehr mächtig. Und ob man den Wölfen vertrauen kann oder nicht, das ganz man allein überlassen, aber es kommt immer auf die Absichten an. Ja, also dass Magie mächtig ist, das habe ich schon am eigenen Leib erfahren durch die Zauber, die durch dieses, ich weiß nicht, wie nennt man sowas, Loch, Loch. Portal oder so, keine Was? Ahnung. Ja, die haben mich zwei, dreimal K.O. bekommen. Ja, vor sowas sollte man sich in Acht nehmen. Deswegen will ich nicht hoffen, dass er noch mehr mit dem Zauber stehen. Leute, irgendwelche Leute angreift. Aber ich habe ihn bisher auch nur in menschlicher Gestalt gesehen, denn ich könnte mir vorstellen, wenn er ein Werwolf ist, so wie er durch die Gegend springt hier immer, vor allem, er arbeitet auch so, wie es aussieht, bei Fräulein Sissi mit, kümmert sich um die Tiere, hat ihr auch neue Tiere gebracht und sie nicht getötet. Er würde als Werwolf vielleicht sogar eher durch die Gegend springen, als irgendwas anderes zu machen. Man müsste das aber alles mal überprüfen. Natürlich sollte man das, aber ich würde nicht direkt jedem vertrauen. Ja, also Nur weil er niemanden umgebracht hat. wir müssten vielleicht irgendwann, wenn die Stadtwache etwas stärker ist, mal jedem so einen Test unterziehen. Apropos Stab.
Was für ein Schwert haben Sie? Ich habe hier ein Eisenschwert, aber gegen Werwölfe hilft halt nur Silber. Und meins ist das letzte Mal bei der Jagd kaputt gegangen, deswegen muss ich mir vom Herrn Tyrox erst, vom Herrn Ramon erstmal ein neues machen lassen. Okay. War denn der Tobias schon heute wach? Ja, als ich mit der Baumfarm weitergemacht habe, war er hier, hat mich begrüßt, aber ich habe ihn ignoriert, weil ich komme mit Werwölfen einfach nicht klar. Die haben mich angegriffen, die haben mich getötet mehrfach. Nee, also. Aber ich sag's mal so, wenn der Herr Tobias. Tobias ist ja Minenarbeiter und er ist eben wichtig. Und ich schätze nicht, dass man ihn dann, naja, ignorieren sollte oder sonst was. Und bringt er uns ja nichts. Ja, wir haben ja noch den Herrn Darko, der ist ja auch Minenarbeiter. Natürlich, aber. Und er macht bis jetzt bessere Arbeit als der Herr Tobias. Und der Herr Darko forscht auch nebenbei noch mit den Erzen rum, was er daraus alles machen kann. Er hat ja auch schon für den Herrn Ramon so einen Ofen hergestellt. Er verkauft auch gutes Zeug unten in seinem Geschäft. Also, ich sag mal so, Moment. Okay.